Moin moin meine Lieben, willkommen zurück hier zu Dave the Diver. Auf dem Steam Deck, wir spielen das jetzt ja schon ein kleines Weilchen und wie man sieht, müssen wir wieder ins Wasser, denn wir brauchen auch den Computerchip, ein bisschen Motor und eine Kameralinse. Und das machen wir jetzt einfach mal, damit wir unsere Ausrüstung auch verstärken können und in der Sushi-Bar alles bestens läuft. Das Gute an dem Spiel ist ja, dass es immer irgendwie plötzlich Sachen erscheinen, mit denen man nicht gerechnet hätte. Wie der Kraken oder vielleicht wie die Delfine, die ab und zu kommen. Schon ganz lustig. So, wir versuchen jetzt die Sachen zu finden da. Oh, hier ist noch was drin. Lass mal hier reingehen. Den hören wir mit. Und der Wasserscooter ist nicht schlecht. Jetzt sind wir jetzt schnell mit voran. Ja, nehmen wir mit. Ist ein bisschen schwererer Schaden. So, den Boost benutzen wir jetzt noch nicht. Oha, das war ja dumm. Oh, das war richtig dumm. Die kann man nicht fangen. Nein, kann man nicht. Okay. Gut, ist auch egal. Oh, wie ihr seht, ging gerade richtig viel von unserem Leben weg. Beziehungsweise nicht unserem Leben, unserem Sauerstoff. Das gleiche ist wie Leben eigentlich, ne? Nämlich haben den kleinen Fisch. Wir müssen ihn abschießen. Alter. Ja. Und filetieren das gute Ding. Perfekt. Ach, guck mal, jetzt haben wir schon die Hälfte unseres. Jetzt haben wir schon die Hälfte unseres. Na, was wollte ich sagen? Jetzt ist die Luft auch noch knapp, so ein Scheiß. Wir müssen gucken, ob wir noch Luft finden hier irgendwo. Weil die Hälfte des Gewichts, das wir haben dürfen, haben wir schon höher. Ein Flammenharpunenspitze. Okay. Ich versuche trotzdem mal hier. Wir haben ja noch das. Ich versuche Sauerstoff zu finden nochmal schnell. Wenn nicht, müssen wir ziemlich schnell auftauchen. Da. Haben wir schon gedacht, dass es hier irgendwo ist. Perfekt. Ein paar Schrauben. Aber wir haben noch keine Sachen gefunden, die wir brauchen. Das ist natürlich blöd. Kalksteinhöhle, okay. Oh, das ist die kritische Tiefe hier. Da fand ich sie nicht hin. Oh. Oh. Shit. Hätte ich ausweichen können? Wahrscheinlich. Hab ich ausgewichen? Nein. Nehmen wir mal hier das mit. So ein Kack. Nun gut. Krass, wie schnell die doch dabei sind, jemanden zu killen. Naja, einmal dürfen wir noch rein. Das machen wir jetzt auch. Naja. So, jetzt müssen wir mal versuchen, die Teile zu finden. Warten wir schon. Denke ich. So, bin gespannt. Ich bleibe ein bisschen an der Oberfläche, also an der oberen Fläche. Das ist vielleicht einfacher für uns. Ah, wir haben wieder volles Schuss, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich weiß, wir brauchen mal ein paar Fische. Für den. Ich sammle jetzt einfach mal sicherheitshalber ein, ob wir ein paar haben. Damit sich unser Sushi-Koch auch freut. Oh, guck mal, hier ist schon mal ein Tank. Das ist schon mal gut zu wissen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt jetzt, aber wir wissen schon mal, dass er da ist. Hm.
Wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, was soll's denn? Das für ein Tarnkappenbomber da. Das ist ein UFO. Das ist ja hinten bei den Strömen. Da müssen wir erstmal wieder hin. Das ist natürlich auch ein ordentliches Stück wieder. Sind wir oben rumschwimmen sollen? Oh. Kommen wir da oben durch? Nein. Oder geht's nur hier unten? Das geht wahrscheinlich nur hier unten rum, ne? Ja. Gut, wir sind doch unten längs. So ein blöder Scheiß. Ach, kann ich schießen. Ich wollte die. Na gut. Okay, wir müssen uns einmal kurz hier hinten. Oh nein, auf der anderen Seite, ne? Wir müssen einmal kurz das uns den Sauerstoff da holen. Weil wir schon so viel verbraucht haben. War der nicht irgendwo? Da. Holen wir uns hier mal kurz. Halt, stehen bleiben. Danke. Nicht so schlecht wieder aufzufüllen, ne? Mist. Die Ströme, wo waren die Ströme nochmal? Ich glaube, ich muss hier runter leider. Oben kann ich nicht schwimmen. Da kommt man da oben auch irgendwie längs. Ich glaube eigentlich nicht, aber man weiß es nicht. Ne, da geht's nicht längs. Gut, gut. Hier ist unten längs. Bloß da ist der blöde Hai. Ja, mega auf dem Zeiger geht. Brauch die Scheiße. Perfekt. Das ist gut. So komme ich mal weiter mit der Sauerstoffkapsel. Dann mal Sauerstoff. Ah, Mist. Den Fisch will ich gerne haben. Oh Mist. Was? Wie lange brauchen wir, um zu sterben? Oh. Jetzt. Oh, jetzt bin ich zu schwer. Nein! Das war dumm. Kann man es auch unterwegs auch rausschmeißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der nervt mich auch so ein bisschen gerade da. Lassen wir den Sauerstoff hier nehmen. So. Kann man Sachen rausschmeißen hier? Kann ich sagen, ich möchte irgendwas rausschmeißen? Vielleicht. Da, doch, guck mal. Wo ich, kann ich mein Gewicht hier auch sehen? 15, okay. Was ist das Ding, was so schwer ist? 9 Kilo wiegt das Scheißviech. Ja, wir nehmen den raus. Das ist zwar so blöd, aber. Jetzt müssen wir jetzt mal weiterkommen hier. Ach, hier geht's gar nicht längs, okay. Mir an die Karte angucken? Nee. Ich glaube, wir müssen unten längs. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Da gibt es bestimmt Strömungen da vorne. Darf nur nicht kritisch werden hier. Ist es schon? Okay, hier ist richtig kritisch gerade. Okay. Gar nicht so leicht.
doch hier irgendwie verkehrt. Das war dumm. Na gut. Okay, wir das Ausleihen noch nehmen. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass wir das Ding noch hatten. Aber egal. Wir müssen hier runter. Anscheinend. Nein, hier waren wir noch gerade eben. Zum Beispiel verwirrend, wie 3D-mäßig das Ganze ist. So, hier geht's. Geht's aber eigentlich auch nicht weiter, Alter. Nee. Wo muss ich denn längs? Hier auch nicht weiter. Wow. Ich habe mich wieder komplett verkehrt irgendwie. Noch nicht. Ich schau mir ganz so scheiße jetzt mal ein hier. Aber ich darf ja nicht zu tief kommen, sonst ist kritisch. Ja, ja. Ja, also dieser Rundgang war echt beschissen, würde ich sagen. Hier sind die Strömungen. Okay, beim nächsten Mal finde ich die. Okay, beim nächsten Mal finde ich die, habe ich gesagt. Oh nein, nein, nein! Da ist Sauerstoff. Wie cool, was für ein Glück man haben muss. Oh, was für ein Glück man haben muss und ich schaffe es nicht mit 2%. Das war wirklich ärgerlich gerade. Oder? Okay, dann müssen wir mal gucken. Dann lassen wir doch auf jeden Fall. Hä? Kann ich das nicht, das, was ich eingesammelt habe, kann ich nicht behalten? Ja, gut. Naja. Tja. Computerschiff hatten wir. Computerschiff haben wir. Okay, lass mal kurz zurückgehen. Es hat sich jemand auf die Stellenanzeige beworben. Schauen wir mal rein. Okay, jetzt kriegen wir Hilfe beim Kochen sozusagen. Nicht beim Kochen nicht, aber beim Servieren zumindest. Was ja auch nicht schlecht ist. Oh, ich hätte nicht so schnell mit einer Bewerbung gerechnet. Mal sehen, wen wir hier haben. Drücke A. Okay. Das ist ein recht guter Lebenslauf. Wir sollten sie sofort einstellen. Oh, stellen wir sie ein. Anheuern. Unterschreiben. Okay, wir müssen zuteilen. Füge sie einer Küche hinzu, wenn du Gerichte schnell zuhören willst. Oder der Essbereich, damit Gerichte schnell serviert werden. Okay. Dann machen wir beim... Ich glaube, das wird für das Erste ausreichen. Aber wenn mehr... kommen, wird es ohne Zwischenpersonal schwierig werden. Ich muss auch das Trainingspersonal bedenken, das wäre erst einmal alles. Okay, sie ist im Essbereich eingestellt, okay.
Gut, dann müssen wir jetzt einmal hier unser Menüs angucken. So, wir machen das da, machen wir. 5 Stück und hier 3 Stück. Mehr können wir nicht machen. Wir können nur diese beiden Dinge anbieten. Okay. Los geht's. Ob wir da eine Hilfe brauchen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber naja, was wird's. Achso, was? Ach ja. Meine Hilfe ist schon gar nicht so schlecht. Es geht wirklich alles ein bisschen flotter. Mal gucken, wie gut die ist. Oh. Mach ich das sauber hier. Weg damit. Perfekt. Das war richtig gut. Oder? Das war ein richtig guter Tag, glaube ich. Und Kohle gab es auch. Okay. Verbessere jetzt die Bewertung. Schau mal in der Cookster-App nach. Okay, machen wir mal. Gucken wir mal in die Cookster-App. Cookstar-App. Anrufen. Ich habe vergessen, dir was zu sagen. Okay, was denn? Was denn, Frau Yoshi? Wenn du mehr Mitarbeiter einstellst und mehr Zutaten kaufst, musst du dich um viele Dinge auf einmal kümmern. Deshalb habe ich beschlossen, dir eine Verwaltungs-App zu geben, die auf deinem Smartphone funktioniert. Mit ihr kannst du jederzeit den aktuellen Stand von Pancho Sushi überprüfen. Du kannst Status deines Restaurants ohne hinzugehen überprüfen. Das klingt praktisch. Ich habe die App bereits verlinkt. Warum überprüfst du sie nicht? Ich bin sicher, dass Banjo Sushi weiter wachsen und erfolgreich sein wird. Gucken wir uns die App mal an. Guck mal auf hier. Da ist sie. Okay, jetzt können wir da gucken. Ach, guck mal, da kann man die Umsätze. Ach, guck mal, da kann man alles sehen, was man so hat. Okay. Dann lass uns doch einmal in die Cookstar-App gehen. Da ist ein bisschen Neues drin. Okay. Belohnung. Ah, okay. Guck mal, da kriegt man den. Ach, dann kriegt man den Rangaufstieg da. Ist ja auch nicht verkehrt. Ach so. Ich kann selbst mich leiten, das ist auch nicht schlecht. Oh, cool. Ah, okay, da kriegt man noch was anderes. Gut, na gut. Was müssen wir alle denn hier? Waffen? Ach so, da kann man die Sachen herstellen, die man haben will. Stelle mal her, die Waffe. Ja, hast du aber schon mal gesehen, ne? Was für ein Typ. Okay. Anrufen wollen wir jetzt gar keinen. Musik? Also das war ein Hintergrund laufen. Gut. Dann lass uns mal gucken, dass wir den Motor und die Kameralinse noch bekommen.
Jetzt wissen wir ja ungefähr, ich meine, es ändert sich ja immer, also Boden ändert sich ja immer, beziehungsweise der Untergrund, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Denke ich. Dass wir das jetzt auch finden. Müssen wir nur noch den Strömungen suchen. Also wir werden jetzt erstmal nichts angeln, also nicht so viel angeln. Ich habe gesehen, klar, können wir leider nicht viele Sachen dann kochen, aber lass uns mal gucken, ob das nicht trotzdem irgendwie geht. Dass wir es schaffen ohne. Ja, das ist natürlich immer blöde, wenn sich jetzt immer wieder verändert. Beziehungsweise man nicht genau weiß, wo man jedes Mal hin soll. Was natürlich wirklich blöd ist. Gut, das können wir schon mal mitnehmen, so ein paar Kleinigkeiten, oder? Okay. Perfekt. Brauchen wir auf jeden Fall. Gucken, eine andere Waffe dabei ist, die für uns vielleicht ein bisschen besser schützt, gerade vor Haien und so. Oh, mit Blitzen und so ist immer gut. War ich nicht vorbereitet drauf, dass ich den links und rechts machen muss. Gut, hab ich geschafft. Was war jetzt wirklich nicht vorbereitet drauf? Ich gucke, wie weit ich runter kann, ohne dass es gleich durchdreht hier. Da sind die Strömungen. Das heißt, hier finden wir unsere Sachen auf jeden Fall. Da ist schon mal das. Oh. Oh, warte. Einsammeln. Danke. Was? Oh, was war das denn? Oh, ich bin voll gegen das Ding geknallt. Warte mal. Ich weiß nicht, wofür ich das jetzt brauche, aber. Oh, da habe ich mich ganz schön nach oben getrieben wieder. Kurz mal, ob hier irgendwas ist. Ne, es liegt da auf der anderen Seite. Habt ihr gesehen? Ich sehe das da. Mal rüber. Ah, lass die Luft ruhig ein bisschen knapper werden. Wir haben ja ein Oxygen, einen Luftbehälter dabei. Oh, wir können uns auch direkt hier auffüllen. Der nicht da wäre. Ah, das ist doch beschissen. Ganz ehrlich, ich hatte ja noch eigentlich genug, ne? Oh, das ist ärgerlich. Das war wirklich ärgerlich gerade. Das tut mir in der Seele weh. Das war jetzt wirklich dumm. Und wir hatten das Ding ja schon fast gesehen im zweiten. Ach, Mann. Die Frage, ob man den mit einfach mit irgendwas wegballern kann, nicht? Ja. Müssten wir eigentlich wegmachen können mit hier so einem. Wie nennt sich das? Mit diesem Golfschläger wahrscheinlich, ne? Hätte man zuhauen können, dann wäre er weg gewesen. Ein paar Fische müssen wir trotzdem mitnehmen. Wird wahrscheinlich nicht nochmal da unten sein, ne? Naja, ich denke nicht. Gucken, ob wir jetzt hier längs gehen. Das hier vielleicht schneller finden. Hä? Will er nicht aufmachen? Doch jetzt. Boah, super. So, die müssen wir natürlich rechtzeitig einsetzen, nicht so wie gerade eben. Ja, auch gut. Noch drin ist. Vielleicht noch eine Flasche. Yes, zwei Flaschen. Das ist noch besser. Was ist besser als eine Flasche? Zwei Flaschen, genau. Ach, sehr blöd. Ah, warte, ich mache mal fertig. Wow, das Klackern ist jetzt. Wie damals bei Summer Games. Auf dem C64, ey, ganz ehrlich. Kurz mal hier gucken. Mach auf die Scheiße. Langstrecken.
Mach mal einen weg. Und dafür können wir lang strecken. Obwohl, ist doch dumm. Dann lass uns doch einmal das eine Ding benutzen jetzt hier. Legen wir wieder ein. Geht doch auch, ne? Genau. Oh, den will ich nicht begegnen, oder? Ach, komm schon. Oh, wieso treffe ich ihn nicht? Na, bist du dumm, du dummer Fisch? Einmal vorbeifahren, den. Oh. War gleich kein. Also hier waren jetzt nicht die Strömung. Was ärgerlich ist. Vielleicht finden wir die jetzt gleich hier vorne. Könnte ja auch sein. Ich könnte ein kleines Seepferdchen mitnehmen. Das geht wohl nicht. Oh Gott, was haben wir denn dabei, was wir rausschmeißen können? Sonst für eigentlich will ich gar nichts rausschmeißen. Nee, eigentlich will ich gar nichts rausschmeißen. Wir testen es erstmal nochmal so. Mehr Sauerstoff. Das holen wir uns gleich. Wir wissen ja schon mal, wo das ist. Gucken, ob hier irgendwo. Nee. Das ist zu tief schon wieder. Das ist wirklich schon. Also, es gibt es doch gar nicht, dass wir jetzt immer noch nicht diese Scheiße hier gefunden haben. Bessere Ausrüstung, na. Man bräuchte so eine kleine Karte als Übersicht. Hab ich hier eine Karte irgendwo? Nee, ne? Das wäre nicht schlecht, weil dann kann man sich ein bisschen orientieren. Klar ändert sich die Karte bei jedem Tauchgang, aber das macht ja nichts. Hauptsache, man zeigt so das an, was man jetzt gerade erforscht hat, finde ich. Da geht's auch nicht weiter, okay. Das ist alles behindert hier. Was soll das denn? Was haben wir ein paar Fische hier? Ich weiß egal, wie schwer wir werden. Brauchen wir eben ein paar. Ah, das war eine. Ich kann gar nicht mehr tragen, okay. Ich dachte, ich könnte trotzdem ein bisschen mehr nehmen, als was ich da habe. Was geht anscheinend auch nicht. Ja, wir müssen leider nach oben. Wir können das letzte Päckchen noch nicht holen. Müssen wir im nächsten Tauchgang machen. Kannst du da noch ein bisschen Luft holen vielleicht. Na? Wenn ich mehr tragen kann, nervt mich so ein bisschen. Macht auch immer so volles Risiko hier, ne?
Ja, hier waren wir schon. Schade. Na gut, dann lass uns auftauchen. Ärgerlich ist es schon. Aber was soll's. Zurück zum Rot. Na gut, gehen Sie mal ins Restaurant. Ja, machen wir. Schade eigentlich. Das wäre cooler gewesen, hätten wir jetzt nochmal irgendwie dieses andere Ding da gefunden. Guck mal. Entschuldigung. Es kann tatsächlich was erlernen. Das ist natürlich gut. Kommt Personal rein. Training. Kostet zwar ein bisschen was, macht aber nichts. Ach guck mal, kriegt sie Kyoko-Training. Ist besser geworden in irgendwas. Ich könnte nochmal für 215, können wir sie nochmal machen. Wir mal. Jetzt lernt sie doch. Ich glaube, sie lernt, wie sie Getränke servieren kann. Ja, das reicht. Kann man, was soll man denn mal forschen hier? No. Gut. Bessere Gerichte. Dann lass uns die mal reinsetzen hier aufs Menü. Dann machen wir die einfachen Dinger kurz. Bloß hier habe ich gedacht, das könnte man ja auch veredeln, ne? Jetzt wissen wir, wie es veredelt. Das müssen wir nicht mal gucken. Wir wissen ja, wie er veredelt. So. Letzte. Auch zwei, okay. Machen wir das Ding auf. Gucken, ob wir es schaffen, auch mit der Servicekraft. Sie kann auf jeden Fall eingießen, habe ich gesehen. Das ist schon mal Gold wert. Was macht sie? Guck mal. Okay. Oh, das wird knapp bei dem. Aber oh, geht noch. Oh, es geht ganz gut gerade. Einfach da hinten. Sehr gut. Das war doch ein ganz guter Abend, oder nicht? Man kann natürlich wieder was Neues aufs Menü setzen, wie wenn wir das tauschen gegen das. Oh, kommt eh keiner mehr. Okay.
So, nächster Tag. Oh, mit Sonnenschein, das ist doch gut. So, scheiß das. Also heute müssen wir diesen blöden Motor noch finden, weil ich, ja, das will ich einfach beenden. Das kann es ja nicht sein. Dass wir jetzt auf diesen Motor warten müssen. Ich darf bloß nicht mehr so viel einsammeln. Ich glaube, wir gehen heute mal wieder links runter. Beziehungsweise jetzt mal wieder links runter. Gucken wir mal, ob wir herausfinden, wo die Ströme fließen. Da nicht. Da ist so ein komischer Clownfisch, so ein Papageienfisch. Hey! Lass uns einsammeln. Sehr gut. Können wir immer gebrauchen. Gucken wir ganz kurz bei der Waffe hier. Das sieht auch gut aus. Hier haben wir keine Strömung. Nee, wir lassen mal die Kanone. Scheiß Tintenfisch. Oh. Ja, hau ruhig ab. Wo willst du denn hin? Ja, wo muss ich den denn treffen, bis ich den bekomme? Oh, komm schon. Was? Das ist doch ein Witz. Das muss ich abschießen. Oh. Tatsächlich krieg ich den nicht. Alter, der ist aber echt mächtig. Was ist hier denn drin? Kurz, gucken wir nochmal. Aber der ist schon ein bisschen stark, ne? Nervt ja ganz schön. Und die Flasche nehmen wir auf jeden Fall mit. Weiter runter können wir auch nicht. Dann sind wir gleich in einer bestimmten Tiefe, das wäre nicht so gut. Hol mir da auch. Okay, jetzt bin ich schon wieder beladen. Das gibt's doch gar nicht. Da muss es braucht auf jeden Fall irgendwie ein Add-on. Quatsch, hier ein Power-Up oder so, dass ich mehr Sachen tragen kann. Das ist auch super nervig. Okay, wir müssen irgendwas rausschmeißen, wir sind echt zu überladen. Wo ist an? Öffnen wir den raus. So, gucken wir wegen der Strömung nochmal. Da sind die Strömungen. Da ist Sauerstoff, den kriegen wir doch, oder? Aber wo ist denn das Ding jetzt hier? Oh, Mist.
doch hier irgendwo rumlügen. Eine Seite vielleicht. Da. Nein! Nein! Nicht von ihm getroffen, sondern von den Affen. Haben wir Gott sei Dank noch eine Sauerstoffflasche, aber trotzdem. So, letztes Teil. Oh, guck mal hier, so ein, wie heißen die mal? Oh. Danke. Hätte ich gern gehabt, so ein Nachtding, aber das ging wohl nicht. Hm. Gut, aber wenn wir noch ein paar kleine, ein bisschen Kleinviech sammeln hier. Weil dann haben wir noch genug. So. Den kann ich mal einsammeln, okay. Und den anderen können wir einsammeln, das ist auch gut. Jetzt müssen wir nur nach oben kommen noch, das schaffen wir. Können wir ein bisschen Sauerstoff nehmen nochmal hier. Perfekt. Munition haben wir auch. Kann echt nichts mehr einsammeln. Gut. Wir versuchen jetzt nach oben zu kommen. Die Schusswaffe ist schon mal phänomenal. Das werden wir auch später haben. Aber jetzt müssen wir erstmal nach oben. Na komm schon. So. Gut, damit sollten wir eine Drohne entsenden können. Du siehst ganz schön erledigt aus. Hahaha. Naja, die Meeresströmungen haben mich ein bisschen durch die Mangel genommen. Haha, verstehe. Es wird ein bisschen dauern, bis die Drohne gebrät ist und eingesetzt werden kann. Bitte warte eine Weile. Das sollte bis morgen früh erledigt sein. Bis dahin kannst du ja deinen Geschäften nachgehen. Oh, guck mal. Ordentlich Kohle bekommen. Gut. Dann springen wir nochmal kurz rein und sammeln ein paar Fischchen, damit wir schöne viele Gerichte machen können. Das macht am meisten Sinn, glaube ich. Super. Mist. Einsammeln. Ich sammle die kleinen Fische allein hier. Kajimir-Alge, na. Stirb, du blöder Fisch. Wollen wir es rausschneiden? Oh, jetzt haben wir genug.
Und jetzt geht's nach oben. Und das war's dann, würde ich sagen. Dann können wir unser Restaurant kurz aufmachen und dann ist der Tag gelaufen. Oh, ich hoffe, ich komme noch nach oben hier. Na doch, es sind noch 10 Meter. 8 Meter, 7 Meter, 6 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter. Geschäft. So. Schließe den Tag ab und bereite alles für Sushi vor. Machen wir. So. Verwende eine Flamme des Handwerkers, um neue Speisen zu erforschen. Okay. Eine Flamme des Handwerkers. Mal gucken. Also. Lass uns einfach kurz zum Personal gehen. Die können wir nochmal ein bisschen besser machen. Machen wir es mal. Oh, sie hat ein Rezept gelernt, auch nicht schlecht. Sie könnte auch in der Küche lernen, Arbeit nachher. Gut. Ja, müssen wir jetzt nicht sehen, wir wissen ja, wie das geht. So. Was kann man bei den Zutaten denn machen? Ach so, könnte ich jetzt verkaufen, wenn ich wollte. Okay, müssen wir nicht. Gut, dann lassen wir mal die Menüs zusammenstellen. Das veredeln wir mal. Das veredeln wir auch. So, jetzt wollen wir ein paar Sachen reinsetzen hier. So, das auch noch. Zwei Stück. Und hier noch. Aber nur einen von, okay. Und machen wir mal auf die Scheiße. Ich muss ein bisschen die Gerichte im Kopf behalten, dass wir auch das schaffen, wenn die Gerichte aus sind, dass ich neue Gerichte reinsetze auf die Karte. Das ist anscheinend auch wichtig. Ich weiß nicht, welcher Esser von denen da war. Keine Ahnung. Ich geh jetzt mal hinteren. Ich bin schnell beim Essen. Schneller, okay. Na komm. Komm schon, lauf! Ah, ist schon zu Ende der Tag. Okay. Die Gerichte waren zwar draußen, aber die hätten ja auch bei anderen Gerichten essen können. Haben sie jetzt nicht gemacht, aber was soll's. Der muss ja auch gar nicht so viele Gerichte anbieten, sondern nur zwei, drei, die richtig gut gehen. Guck mal. Oh, es gab schon wieder ordentlich Essen. Du hast die Flamme des Handwerkers erlernt, stand da, glaube ich. Nicht verkehrt. Montag. Auftrag. Guten Morgen. Leider konnte ich gestern wegen des Symposiums nicht vorbeikommen. Hast du mit Cobra gesprochen? Oh, da fällt mir ein, ich habe Materialien beschafft. Da Cobra mir gesagt hat, dass er gestern eine Drohne
Oh, ein bisschen spät dran, was? Haha, dank dir habe ich die Drohne gut reparieren können. Ich habe auch ein paar Vorräte besorgt. Hier sind die Bomben, die du haben wolltest. Außerdem... Oh, danke, Dr. Bacon wird diese hier genügen. In Ordnung, kehren wir zum Felshaufen zurück. Oh, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich fange heute an. Den Cobra-Laden ist offiziell eröffnet. Was ist das? Die Lieferung wurde unterbrochen, aber mit einer funktionierenden Drohne kann ich 3 Arten von Objekten in einen Tag transportieren. Sprich mich an und wähle den Cobra-Laden aus, um eine Liste zu sehen, die sich jeden Tag ändert. Ich kaufe auch ein paar Sachen auf, die du nicht brauchst. Schau dir auch den Reiter verkaufen an. Ich habe so ein Gefühl, dass du hohe Preise verlangen wirst, aber es ist schön, sich vorbereiten zu können. Haha, verlange keine hohen Preise, nur weil ich das einzige Geschäft hier habe, also hab keine Angst, öfter vorbeizuschauen. Ich habe das Gefühl, dass dir gerade deine Geschäftstaktik herausgerutscht ist. Jedenfalls ist es an der Zeit, zum Felshaufen zurückzukehren, wo das Signal des Seevolkes entdeckt wurde. Joa, das machen wir auch, aber erst beim nächsten Mal. Du kannst Zusatzobjekte kaufen? Okay. Nur für den Fall, dass es im Inneren etwas gibt, das es sich zu dokumentieren lohnt. Wie wäre es mit einer Unterwasserkamera? Eine Kamera? Genau, für die Forschung wird es von Bedeutung sein, wichtige Daten mit Fotos zu erfassen. Nimm die Kamera mit und ich gebe Bescheid, wenn ich den geeigneten Ort gefunden habe, um sie einzusetzen. Okay. Warum nicht? Jedes Spiel hat eine Kamera, warum nicht auch dieses? Gut. Hier halten wir an und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.